Oh, wir sind den kleinen Bernard suchen. Okay. Also hier ist er schon mal nicht. Mal hier was noch zum Mitnehmen. Ja, guck dir an hier. Gute dir ein Wolf. Hat irgendwie ja gerade die Hand gezockt bei den netten Herren. Ach, hier ist er auch noch was. Und was haben wir hier? Ein Opal. Ey, das ist wirklich schlimm geworden bei mir. Also für mich. Ich ärgere mich da selber so ein bisschen. Das Wort, ich hasse mich dafür, ist irgendwie eigentlich schon zu viel zu hart. Irgendwie gehört es ja zum Spiel, aber ey, ohne. Das finde ich zum Beispiel gut gemacht. Da verstehst du, warum da eine Kiste steht. Da hat einer eine Kiste oben auf einen hohen Regal, sag ich mal, versteckt. Und du musst da eben drauf klicken. Das ist cool gemacht, aber manche, wie gesagt, die Schlüsselgeschichte eben. Eivor, Gott sei Dank, du bist es. Was ist geschehen? Das Monster hatte uns zu Vaters Villa gebracht. Aber Richardes lenkte ihn ab und ich bin an der Mauer entkommen. Es gibt dort einen Turm. Und wenn man gut klettern kann, wie ich, kommt man leicht hinüber. Wo ist Richardes? Wo ist die Königin? Das Monster. Es nahm sie mit. Du meinst den, der das Gemetzel im Schankhaus angerichtet hat? Er sagte, er bringt uns wegen irgendwas zu Vater. Eine Prüfung. Ich war... Was für eine Prüfung? Ich... Er nannte es eine Probe. Ja, eine Feuerprobe. Bei Vaters Villa, hier in Amiens. Er will sie lebendig verbrennen. Gut, Bernard. Geh zu eurem Haus in die Soyot. Ich kümmere mich um Richardes. Ich kann ihr helfen. Ich weiß so manches. Du musst meinem Vater nichts tun. Er ist nur oft etwas verwirrt. Du musst dich in Sicherheit bringen, Bernard. Das Schicksal des Frankenlands hängt von deinem Überleben ab. Es ist ein großes Wagnis, sich allein die Sequana entlang zu schleichen. Eine wahre Heldenprüfung. Bist du bereit dafür? Ich schaffe das. Gut, dann geh. So. Geh immer weiter und sieh nicht zurück. Ich kümmere mich um Richardes. Leb wohl, Eivor. Ah, da hat die Sonne aber gerade einen richtigen schönen Fleck ins Gesicht gemacht. Das hat man gerade gut gesehen. Eieiei. Einen verkabelten Käse haben wir jetzt. Ja, habe ich doch gesagt, wir sollen ja rüber und Bambule machen. Haben wir eigentlich hier noch was in dem Raum? Nee, in dem Raum ist nichts mehr. So, keine Sorge da hinten. Auf der anderen Seite vom Ufer. Ich komme! Also wie gesagt, mit diesen beiden Kniften. Odins Speer bzw. Merkt mir mal nicht den Namen. Einmal Gunnir, also Odin Speer, ne? Und dann einmal Gäbold. Das ist übrigens der Speer aus dem DLC Zorn der Druiden. Was ich übrigens sehr empfehlen kann, was richtig gut ist. By the way, mal was anderes. Hier haben wir übrigens hier, ne? Skadis Klinge, ne? Mjölnir. Okay, Mjölnir kommt so gesehen auf 142. 147? Ja, mein. Skadis Klinge auf 158. Eigentlich ist das sogar besser. 152 und 147. Nur mal so nebenbei, ne, Leute, weil ihr, manchmal ist das ja so, alle sind hinterher. Hier schon 151er. Dann haben wir hier die Axt. Hier nämlich diese beiden Äxte, nämlich die Zwergenaxt, 163er Schaden plus meine zweite Lieblingsaxt, Lagerdas Axt, 154. Die beiden knüppelst du alles auch weg. Dauert nur deutlich länger als diese, sage ich mal, mit dem. Was haben wir hier noch für eine Rüstung? Achso, okay. Ne, das ist noch eine.
Oh, Eivor's Montur und Basims und Ezius. Altair's. Altair's und die bekommt ihr über Ubisoft Connect. So, jetzt aber. Mit den beiden Kniften durch die mystischen Fähigkeiten. Das ist das, was mich persönlich so ein bisschen, mal vorsichtig ausgedrückt, ärgert. Bei aller Liebe, weil. Du knüppelst alles rund, das hat man ja gesehen. Richtung auch, ne? Nee. Oh, das hat auch so einen geilen Filter, ne? Oh, das hat auch irgendwie was. Muss ich jetzt mal sagen, so einen ganz kleinen. Deswegen. Na komm. Oh Gott, jetzt geht's richtig los. Abgestürzt hier. Sieht man das mal, was ich meine, ja? Die Bilder von Amiens, so sieht das übrigens dann aus, ne, mit dieser Knifte. Und ja, wie gesagt, oder mit diesen beiden Kniften, ne. Ich soll den Tod bestätigen. Ich rechne mal eben so gerade noch mal einen Kollegen nebenbei. Also wie gesagt, die beiden Kniften, ja, du... Ich bin also mittlerweile wirklich zwiegespalten. Und zwar nicht, weil ich es jetzt schlecht finde, als komplettes schlecht, sondern weil... weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen. Schnell den Tod und dann haben wir den gerecht und dann geht das hier weiter. Dein Mord wurde gesucht. Jetzt kannst du. So. Habe ich nämlich auch dadurch, deswegen habe ich das eigentlich gemacht, aber das habe ich auch. Meine Füße tun weh. Ich hoffe, diese. Durch ihren eigenen Mann? Durch den König, meinst du? Ich hörte, es ist eine Feuerprobe.
Das kann nicht sein. Gott wird das nicht zulassen. Ich genieße das gerade mal so ein bisschen. So, hier, wo tunst du denn rum, Alter? So. Machen wir das doch mal so im Oldschool-Verfahren. Schön. Einer nach den anderen. Ich kann mich noch nämlich daran erinnern, ich habe mal 45 Minuten lang gebraucht, um eine Festung in Assassin's Creed Odyssey einzunehmen, beziehungsweise sie auseinanderzunehmen. Einen nach dem anderen. Das hat richtig Spaß gemacht. Also schön alle Attentat. Da hast du nämlich richtig zu tun. So mal als Info. Genau, ich sehe das schon, dass du mich fertig machst. So, wir knüppeln hier einen nach dem anderen weg. Wie geil war denn das, bitteschön? Guck sie dir an, hier laufen sie. Mal auf, ihr kleinen. Unter die Erde mit dir. Moment mal, Freundchen. Gott ist mit. So. Ich nehme hier auch noch. Thank you.
wirst du büßen! Was hört ich das? Ich habe jetzt alle hier ausgeschaltet. Okay, das war das erste Mal, dass ich jetzt wirklich die Waffe ziehen musste. Außer jetzt außen. Meter in die Richtung. Oh, hier. Das müsste aber die Kühe sein. Diese bringt das da gerade gar nichts hinzulaufen. Ah, Juckel, Juckel, gerade ein bisschen an der Stirne. So. Ach so. Was noch hier übersehen? Reinkommen tun wir eh nicht. Okay. Oh, ich hoffe mal, ich werde sie jetzt retten können. Gott persönlich wird dieser Zeremonie beiwohnen. Möge er den Unschuldigen seine unendliche Gnade zuteil werden lassen. Doch wenn jemand schuldig ist der Lüge, der Verschwörung oder des Ehebruchs, möge sein heiliger Zorn diese verdorbene Seele treffen. Ich habe nichts zu befürchten. Du bist es, Charles, der Gott um Vergebung bitten sollte. Ernsthaft? Wir werden schon bald sehen, wer in Gottes Gunst steht. Mhm. Mein Schutzengel nähert sich. Das ist kein Engel. Für meinen König und meinen Gott ist es an der Zeit, diesen Teufel zurück in die Hölle zu schicken. Du lebst? Tritt beiseite, Bischof. Dein Gott errettet Menschen nur einmal von den Toten. Für Engel Wien! Für die kleine Mutter! Für meinen Bruder Ebel! Ich werde die Welt von dir befreien! Aus dem Weißen. Der Herr hat mich geschont! Sein Zorn! Aber du willst nicht mehr! Du genießt ihn! Ich will dich zurück zur Hölle schicken! So, für die Endkämpfe ist das natürlich nicht schlecht, so eine Knifte zu haben. Bitte.
regnet. Jetzt kann das Feuer doch gar nicht mehr lodern. Mit erhabener Würde steigen wir davon runter, oder was? So, kleiner König da oben. Jetzt gibt's auf die... Die Kinnlade war geil. Die Bellatoren werden... Ich muss Bernard finden. Bernard ist in Sicherheit. Ich habe ihn zurück nach Lissoyo geschickt. Wieder einmal warst du sein Werkzeug. Du verströmst Gottes Gnade, Ava. Du verwechselst Gnade mit dem Rausch des Sieges. Armer Bischof Gutzelin, ich bete für seine Seele. Er diente dem Herrn so gut er konnte. Die ist gut. Ich muss mit Charles reden. Und es könnte sein letztes Gespräch werden. Nein, er ist ein gequälter Mann, der als Kind gefoltert wurde. Er wurde wieder und wieder gebrannt. Sein Leben besteht aus Angst. Angst vor Feuer, vor Gott, vor Untreue. Er verdient Gnade. Noch vor einem Moment wollte er dich lebendig verbrennen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Verschone ihn. Bändige ihn irgendwie. Ich kann ihn zu unserem abgelegenen Landhaus im Osten bringen, wo er geistlichen Beistand findet. Dort können wir in Ruhe leben, während ich Bernard auf die Thronfolge vorbereite. Ich versichere dir, er wird ein Herrscher ohne Ambitionen gen Engelland sein. Verschone Charles und deine Leute werden sicher sein. Oh, das ist jetzt aber richtig mies.